Ich bin heute wieder in Kyoto unterwegs und zwar sind wir heute im Gion-Distrikt. Das war früher ein Entertainment-Distrikt und wird heute als Geisha-Bezirk bezeichnet, weil hier sehr viele Geishas rumlaufen sollen. Aber man kann auch auf jeden Fall sich gefühlt überall hier in Gion ein Kimono ausleihen und wir werden uns die Area heute hier mal ein bisschen angucken und dann halt auch zum paar Schreien wieder gehen. Wir sind jetzt hier bei einem Laden, der heißt Tsujiri. Tsujiri? Ja, ich glaube Tsujiri. Und das ist ein Matcha-Laden und deswegen muss ich da reingehen. Und ich habe direkt erstmal einen Grüntee in die Hand gedrückt bekommen. Läuft. Und man darf hier auch kostenlos kosten. Auf den Tisch steht zwar gefühlt alles nur in Japanisch drauf, aber wenn man die einmal umdreht, steht halt dann da, wenn wir Fokus hätten, auch alles in Englisch drauf. Also entweder das Eis mit der Soße, wobei nur Eis ist halt auch ein bisschen langweilig, aber hier ist halt Matcha Olive Soft Cream. Das klingt eigentlich geil. Ich glaube, das Matcha Olive Soft Cream. Matcha Ode Kuroto. Kuroto? Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, aber da muss ich reingehen. Keine Ahnung, was das genau eigentlich ist. Oh. Higashiyama gefahren und haben da noch ein bisschen rumgelaufen und wir sind jetzt oben beim, jetzt habe ich den Namen vergessen, Kyomizudera Tempel und das ist so eine ganz berühmte Aussicht und ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen im Hintergrund sieht, aber ja, das kostet Eintritt, da sind so viele Menschen und ich mag keine Menschenmassen und deswegen sparen wir uns das jetzt einfach mal und gehen da nicht rein, weil hier ist es auch ganz schön. Wir waren jetzt noch was essen und werden den Tag dann jetzt auch beenden und damit werde ich dann den Vlog auch beenden und Max dreht hier noch ein bisschen die Erstliebe von den Fahrradkarporn. Ja, so viel dazu. Ja, und wir fahren jetzt nach Hause und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder.